Herzlich willkommen zurück zu Emergency 20. In der letzten Folge haben wir die Feuerwerksfabrik gespielt. Und ich habe mich über die KI geärgert. Hier ist überall Feuer und diese ganzen Typen stehen hier einfach nur rum und machen nichts. Junge, da brennt es. Was gibt's? Die haben doch alle einen IQ von einer Brotscheibe. Heute spielen wir dann die Orkanfront. Mal sehen, ob es da etwas besser läuft in dieser Mission aus Emergency 3. Okay, also. Es gab einen Orkan. Ich glaube, das konnte man sich von dem Titel denken. Und der Sturm läuft immer noch, also könnte es weitere Unfälle geben. Okay. Wir haben halt Opfer natürlich. Wir müssen auch manche mit einer Rettungsschere rausholen. Und die müssen wir mit dem Megafon wegführen. Okay. Wird erledigt. Da liegt eine Person. Die kann ich da einfach im Krankenwagen wegbringen. Okay. Wird gemacht. Wird gemacht. Okay, gut. Dann Rettungsschere da. Ja. Und erstmal okay. Den Baum noch wegsägen. Alles klar, da kommt einfach ein Auto angeflogen. Ja, nee, natürlich. What the fuck? Okay. Kommst du da hin? Nee, kommt dann nicht. Okay, aber ich habe ja zwei Bergefahrzeuge. Zu Befehl. Das heißt, der eine kann sich darum kümmern und der andere darum. Verstanden. Oh, verdammt, jetzt fliegt er. Nein, oh nein, jetzt kommt noch Feuer dazu. Och nee, komm, Feuer hätte ich jetzt nicht gebraucht. Goddammit, jetzt passiert hier noch irgendwas. Warum steht denn da auch ein... Ach ja, komm, ey. Ja, nee, da kümmere ich mich jetzt gar nicht erst drum. Ich muss erstmal versuchen, hier irgendwie... Das Feuer kann da ruhig brennen, da habe ich kein Problem mit. Erstmal einfach nur hier irgendwie die... Wo war ich gerade dran, genau? Hier, so. Ja. Du fährst jetzt nochmal hier rüber. Sofort. Erledigt. Wird gemacht. Wird gemacht. Jawohl. Wird die erledigt. Gehen einfach. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. So, okay. Schafft ihr es jetzt, um den Stein rumzugehen? Danke. Paar Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Sanitäter-Team ist. Okay, der Hund ist also ein Sanitäter und heißt Jens Schmitz. Das, glaube ich, auf jeden Fall. Genau. Uiuiui, es ist aber ganz schön am Brennen. Da haben Sie recht. Ich glaube, das schafft der eine jetzt noch auch alleine. Ich gehe dann mal hier rüber, ne? Ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Okay, da ist das Feuer jetzt aus. Der geht dann mal hier unten hin. Und löscht da. Das sieht doch aber eigentlich soweit ganz gut aus. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Was geht's? Alles klar. Hervorragend. Sie haben das diesmal haben wir es auch geschafft. Und die Situation unter Kontrolle gebracht. Ja, würde ich sagen, den Meteoriteneinschlag machen wir heute einfach auch noch. Auf Emergency 2. Ich habe vor lauter Symbolen auf der Karte keinen Überblick, wo schon irgendwelche Einheiten sind. Das ist ein bisschen so ein Problem. Ich glaube, da sind irgendwo Einheiten, ja. Bin bereit. Wo waren hier noch... Wo war hier noch, verschüttete Opfer? Genau, da. Wird gemacht. Aber das Problem ist, ich kann da wahrscheinlich nicht hin, ne? Wegen dem Feuer. Ah doch, das kann der, okay. Sehr gut.
Aber die sind da jetzt in Gefahr. Geh mal ein bisschen weg. Kleinere Objekte und Vegetation brennen leichter als Gebäude. Versuchen Sie, dem entgegenzuwirken, indem Sie vorausschauend kühlen, löschen und die Brandausbreitung einschränken. Ja, das ist halt das Ding. Ich kann nicht gleichzeitig löschen und die ganzen Personen retten. Das ist nicht möglich. So viel kann ich nicht auf einmal machen. Absolut keine Chance. Also da will ich jetzt, glaube ich, auch von vornherein hier den Schwierigkeitsgrad unterstellen, weil das lächerlich. Aber ich glaube, das machen wir auch erst in der nächsten Folge. Bis dann.